Hallihallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit einschaltet. Die Nachbarsbauern sind wieder live auf Twitch und wir haben uns Mühe gegeben, alle Mühe, die wir haben, haben den Film zusammengeschnitten und auf YouTube hier aufgeschmissen für euch jetzt hier, ne? Also nur für euch haben wir das gemacht. Und wenn ich sag wir, dann darf natürlich einer nicht fehlen, der gute Gacki, der ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Hallo, liebe Zuschauer. Ja, ich bin auch da. Oh, ich habe mein Gewicht vergessen. Ich hab voll mein Gewicht abgestellt, weil wir es getestet haben. Und dann habe ich vergessen, es wieder dran zu montieren. Ja, gut. Sehr schlecht. Ja. Ja, ich bin gerade ein bisschen dabei, meinen Hof aufzuräumen. Da war ich das letzte Mal stehen geblieben. Ich habe ja die Riesenhalle gekauft. Und es wird so ein bisschen sortiert hier mal. Und sauber gemacht und ach! Und so Sachen halt. Hühnchen. Okay. Ich werde jetzt mal ein bisschen Wolle verkaufen, weil Preis ist gut. Und das werden wir jetzt mal nutzen. Und hier das bisschen, was wir hier an Wolle haben, mal veräußern. Wobei das bisschen ja echt gut gesagt ist. Das ist doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hatte. Aber gut. Das ist, glaube ich, nicht schlimm. So, aber dazu bauen wir noch einen Anhänger, ne? Schau mal, der steht hier schon so wunderschön rum. Ich habe hier schon die Spritze bereitgestellt. Weil ich habe nämlich gerade das eine Feld, hatte ich ja in der letzten Folge, glaube ich, angefangen mit dem Striegel zu bearbeiten und habe aber festgestellt, dass das ganz schön langwierig ist und werde dann die Spitze wechseln. Warum ich jetzt in diesen Takt eingestiegen bin, weiß ich auch nicht. Aber er muss halt auch mal gefahren werden, er muss mal bewegt werden. Wenn es nur 2 Meter sind, alles halb so wild. Ja, das Duell kriegt der Kesu und ich habe gewonnen. So, die müssen wir noch befüllen. Und hier die ganzen Gewächshäuser und die BGA. Oh ja, machen wir heute mal ein bisschen Hofarbeiten. BGA befüllen ist ein gutes Stichwort. Lass mich mal noch ganz kurz noch zum Förderband hinauflaufen. Förderband. Ich will auch schnell laufen können. Motor anschalten, habe ich gemacht. Förderband anschalten, habe ich gemacht. Bitte arbeiten Sie. Sehr schön. Gut. Dann können wir ja jetzt die Stapelei beginnen. 38 Paletten Wolle. Es ist. Da hast du was zu tun. Oh Gott. Ja, vor allem, wie kriege ich die da auf den Anhänger drauf? Das ist. Ja. Du schaffst das. Wird schon schief. Ich vertraue da voll auf dich. Wird schon schief gehen, ja. Das ist. Ich hab schon mal mehr Paletten verladen. Das könnte theoretisch klappen, ja. Und schwuppdiwupp, die nächste Ladung Silageballen. Warum? Ich habe im Moment wieder relativ lustige Momente dabei, wo meine Ballen oder meine Paletten sich auf mysteriöse Art und Weise vom Anhänger entfernen. Ich weiß nicht, warum mir das im Moment häufig passiert. Liegt bestimmt daran, dass ich nicht verladen kann. Oder an den Mods. Das liegt ganz einfach daran, dass der LS weiß, dass bald der nächste Patch kommt. Davor hat er Angst. Ach so.
Mal gucken, wir nehmen ja jetzt am 17. Juni auf. Das heißt, in 9 Tagen kommt ja das Kubota-DLC. Das heißt, in weniger als 9 Tagen vermutlich wird der Patch da sein. Der nächste. Dann gucken wir mal, was dann alles funktioniert. Oder auch nicht. Jo. Oh Gott, was sind das für Lexitz da drin? Kannst du mal Aber aufhören damit? das Schöne ist, dann können wir zusammen Auto fahren. Ja, dann kann man das Beifahrerskript ist dann dabei, ne? Ja, genau. Na ja, komm. Raus mit dir ballen. So ist gut. Okay, hä. Ja, dann sind wir da gleich noch. Oh, das gibt's doch gar nicht. Na, die Klamottenproduktion wollte ich ja auch noch eine zweite bauen. Ey, das gibt's ja gar nicht. Wieso kann ich die Scheißpaletten nicht abstellen? Was ist? Ja, hör auf damit, LS. Das ist echt uncool. Nicht. Sie stehen. Gottes Willen, ey, das ist ja fest aufgezittert hier. Das heißt, wir bringen noch Stoff da nach hinten. Nee, Wolle. Oh. Ja, immer diese komischen Namen hier. Einmal ist es Stoff, dann ist es Wolle und. Dann ist es Wollstoff. Ja. Und dann sind es Klamotten. Komplette Verwirrung. Wieso? Hä? Weswegen? Wie? Nee, das hört sich alles sehr komisch an. Wohin des Weges? Können Sie bitte aufhören, davon zu hoppeln? Oh, hier ist vielleicht ein bisschen uneben. Okay. Wer hat hier wieder gebaut? Das ist ja. Alles gefixt, gar kein Problem. Das ist ja alles ganz einfach hier. Ja, ich glaube, ich muss hier mal ein bisschen bauen. Das ist wild geworden hier, sehr wild. So. Formen, Blätten. Labello, hau ab hier. Hier fliegen die Paletten um, das ist kein sicherer Ort für dich. Was? Das hat jetzt einfach so funktioniert? Wie? Was? Die haben sich jetzt einfach so da drauf stellen lassen? Einfach? Hä? Warum? Einfach so ohne Zicken, ohne Gezeter?
Ja, das gibt's manchmal wohl auch, habe ich gehört. Sieht jetzt zwar komisch aus hier mit dem Zaun im Boden, aber es sieht wesentlich besser aus. Ich hätte einfach Naja, meinen egal. Mund halten sollen, ne? So. Aber guck mal, wir haben die Paletten schon gleich verladen hier. Ja, gut. Nur die paar, die sich da hier haben, abseilen wollen, die müssen wir hier nochmal verladen, aber. Oh. Es sind schon fast alle Paletten auf dem Anhänger. Das ist. Ist doch. Gut, die Frage ist noch, wie lange halt, ne? Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ja. Kriege ich da. Weiß ich nicht. Hat man noch was anderes da? Wir nehmen die da längs. Ich glaube, wir machen jetzt mal. Überlegen. Ja, komm, wir versuchen es. Wir versuchen das noch mal. Bei der nächsten Ernte werden wir eher auf die Rundballen gehen. Oh Gott. Ja gut, das klappt ja schon mal sehr gut, ne? Kommen Sie da mal raus, die Palette. Kann ich da wieder diesen Move machen, den ich da auf der French Plain gemacht habe? Drück! Drück sie hoch! Hat nicht funktioniert, der Move. Ich muss mir mal den Clip nochmal angucken, wie ich das gemacht habe. Ah, ich wollte gerade sagen, wieso gehst du nicht weg da? Weil das war Palette umdrehen und aufladen Level Mega Expert. Also das war. Ja, Gacki, das war schon echt ein cooler Move, oder? Ja, klar. Ja. So, jetzt haben wir hier noch 20.000 Liter. Klar bleibst du an der unteren Palette hängen, weil. Hallo? Können Sie mal aufhören mit dem, was auch immer Sie da tun? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das war Stoff, Gackis bester Stoff 1, 2, dann muss das ja umbenennen. Ach, ich weiß, ja, genau, ich weiß, was ich noch vergessen habe. Bester Stoff 3. Also wenn jetzt noch einmal ein Nachbarskind hier klingelt, ne? Dann gehe ich ins Esszimmer, hol mir die Dosen Bohnensuppe, schmier mir das ganze Gesicht mit grünem Zeug runter und gehe runter und. Ja, so, komm. Gehen da noch rein. Nein, 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 nein. Verschwinde. So, wir machen jetzt aber erstmal Trick 17. Ja.
Und der Anhänger hat sich wieder merkwürdig bewegt. Was? Wieso? Gut. Ich sag da nichts dazu. Ich lasse das einfach so. Ich akzeptiere die öffentliche Meinung. Das ist völlig okay, so wie es ist. Das muss so sein. Ich meine, wofür habe ich die denn sonst gekauft? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ach komm. An der Spinnerei und näher am Marktstand gibt es den besten Preis. Alles klar, Marktstand. Dann fahren wir jetzt zum Marktstand. Ach, jetzt ist es weg. Jetzt ist er weg. Sehr gut. Kaki, willst du dir mal ganz kurz meinen Anhänger angucken? Ja. Ich komme gleich an der Ausfahrt vorbei. Du musst auch nur vorbeifahren, draufschauen. Das ist schon amüsant genug. Boah. Ah, da sehe ich schon einen Namen. Okay. Das muss so, Gaki, das muss so. Ich habe die Siemens Lufthaken nicht umsonst gekauft. ja. Das ist wieder Technik vom Feinsten hier. Genau, den kleinen Anhänger, den kleinen Anhänger. Ich wollte. Wenigstens ist das Wolle nicht so schwer. Das ist schön. Zucker hingegen lässt sich nicht so schön fahren. Zucker ist widerlich. By the way, meine Zuckerfabriken waren schon wieder voll und ich muss dann wieder beladen. Oh Gott. So, schaut den Kontostand an und erfreut euch an seinem Anblick. Einer umgeschmissen hier. Jawohl. 84.000. Perfekt. Kann man machen, ne? Jetzt habe ich wieder 100.000 auf dem Konto. Mensch. Dann ist der Dasher gar nicht mehr so weit weg. Oh, was ist denn das hier? Sind das Zuckerrüben? Irgendwas anderes. Ja, dann wenn wir jetzt mit dem Kleinen wieder losfahren und noch ein paar Felder von Unkraut befreien. Oh, dann machen sie das. Oder soll ich mähen? Mähen müsste ich eigentlich auch, ne? Aber es ist schon um eins, ich krieg das Gas niemals reingefahren, ne? Dann machen wir morgen Gras. Es hilft dir nix. Es hilft dir nix. Da brauche ich noch Wasser. Das machen wir. Genau. Wie sehen denn eigentlich unsere Felder aus? Also auf meins wird halt draufgeschissen. Grasmähen kannst du ja auch noch gar nicht. Sind ja noch nicht frei. Das eine sah sehr erntereif aus. Ist alles noch dunkelgrün. Oha. Ja gut. Was ich Schade. Hier so sehe. Jetzt wollte ich, Mensch, aber echt jetzt? Aber ich muss meine noch düngen, sehe ich gerade. Oha, jetzt aber. Ja, tatsächlich. Alles dunkelgrün hier. So, aber bevor ich jetzt da hochfahre, glaube ich, baue ich noch ein bisschen Herbizid 600 Liter. Weiß nicht, wird ein bisschen knapp werden, glaube ich, ne? Habe ich hier noch irgendwas rumfliegen an Herbizid? Du brauchst aber auch noch was anderes. Was denn? Eine neue Uhr?
Wie? Schon wieder? Gacki, das geht nicht. Gacki, fang den Tag jetzt bitte nicht so an. Ich habe gerade mit meiner Arbeit angefangen. Das kannst du nur. Kannst du nicht schon wieder die Folge wegnehmen, Gacki? Das geht doch gar nicht. Ja. Ich muss gleich nochmal mit dir reden, aber jetzt erstmal, ne? Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Leute. Morgen um 12 Uhr geht's weiter. Und wenn ihr alles miterleben wollt, dann ist Twitch euer Place to be. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auch von mir tschüss, Däumchen, Kommentare, Abos, Follows, Subs und so weiter. Nicht vergessen, ja. Und auf jeden Fall, wie gesagt, morgen wieder reinschauen. Also macht's gut und tschüss.